Und wie ist das Wasser? Schön warm. Ja, also hier waren bis zu 500 Leute und man hat sich trotzdem wohl gefühlt. Man hat trotzdem einen Abstand gehabt von mindestens 1,5 bis 2 Metern. Also man kann sich hier wirklich gemütlich niederlassen und trotz Corona-Regeln ist alles gut. Geschwätz. Ich habe jetzt da keine Bedenken wegen Corona hier, weil die Leute halten Abstand und im Wasser ist sowieso nicht so viel los. Man kann sich gut aufhalten im Wasser. Ist Baden für Sie im See in Zeiten von Corona, fühlen Sie sich da sicherer als im Freibad? Ja, ich fühle mich auf jeden Fall sicherer, weil man da wesentlich mehr Platz hat im See und auch auf der Liegewiese. Zumal ich selber selten ins Freibad gehe, sowieso. Weil Sie es nicht mögen? Weil es mir zu voll ist. Weil es Ihnen nicht zu voll ist. Also ich finde es jetzt zum Beispiel hier am Schleierhofer See ist ja ein sehr schöner Abstand. Ich war aber auch schon im Langenburger Freibad. Wie war es da? Und da war es genauso. Es war halt im Wasser, war es dann etwas mehr gedrängt. Aber jetzt rein von der Fläche, Liegefläche fand ich es jetzt ähnlich. Also das heißt, Sie fühlen sich hier eigentlich sicher? Ja, ich fühle mich hier schon sicher. Wie voll war es denn hier, als Sie heute gekommen sind? Ja, es war heute, ich habe mich gewundert, es war doch nicht so voll, wie ich eigentlich erwartet habe, weil ja eigentlich Ferien sind und es ist ja Freitagnachmittag, da ist normalerweise voll. Wir haben oben sogar noch gut parken können, es war jetzt also kein Problem. Können Sie eigentlich die Schließung vom Breitenauer See verstehen? Da waren ja 10.000 Leute vor einigen Wochen. Also wir haben das in der Zeitung etwas verfolgt, kann ich schon verstehen. Wobei ich denke, man hätte vielleicht auch über eine Parkplatzregelung vielleicht einen Weg finden können, um die Besucherzahl zu reduzieren und somit nicht ganz zu schließen. Ich kann das schon verstehen, weil ja, man soll ja die Abstand soll man ja einhalten und wenn das nicht funktioniert, das trifft ja dann immer die Kioskbetreiber oder an der Toilette ist es ja gerade das Problem und das ist ja dann immer der Veranstalter, der dann letztendlich verantwortlich dafür ist und wenn das nicht funktioniert, wenn es zu viel ist, dann muss man schließen. Wobei ich denke, die Leute, also gerade von Heilbronn, für die ist wichtig, dass die so eine Möglichkeit hätte, da rauszugehen. Das ist, wir auf dem Land ist das kein Problem. Wir haben genug Grünes um uns herum, aber Leute, die in der Stadt wohnen, die haben da schon ein Problem. Also ich finde es übertrieben, ich finde es schade, weil man muss den Leuten ja auch was bieten, wenn sie jetzt nicht in Urlaub fahren sollen. Was sollen sie dann machen bei der Hitze über 30 Grad? Und das jetzt bis Mitte Oktober zu schließen, finde ich eigentlich ja eine übertriebene Maßnahme. Wäre besser, man hätte sich irgendein Sicherheitskonzept überlegt und ja, hätte es einfach offen gelassen. Könnte es sein oder haben Sie die Befürchtung, dass auch die Seen im Hohenlohekreis geschlossen werden? Denn die Infektionszahlen steigen ja jetzt leider wieder. Es ist ja jetzt dann auch schon fast Mitte August. Wenn jetzt mal ein Wetterumschwung käme, dann ist ja, denke ich, die Situation sowieso entspannter. Es ist jetzt halt gerade vielleicht an der Sonntage etwas, wo mir mehr los ist. Ansonsten geht es hier gut. Die Problematik, ich glaube, die mit einer erhöhten Fallzahl, die kommt jetzt nicht von See oder sonst wo. Das sind auch die Veranstaltungen, die private Veranstaltungen, gerade jetzt auch von Jugendlichen, die dann eben nicht aufpassen und dann keine Maske tragen und keinen Abstand. Also ich denke, das ist so eine Mischung von allem. Die Befürchtung habe ich schon, dass sich hier jetzt angesichts der Tatsache, dass halt der Breitenauer See jetzt geschlossen wurde, dass sich da dann die Verantwortlichen anschließen. Aber die sollen sich halt dann mal die Seen ansehen. Und jetzt, heute war es ja auch ein sehr heißer Tag und hier auf der Liegefläche konnte man echt schön Abstand halten, so gesehen, ja. Wo sollen wir denn noch hin? Wo sollen wir hin, wenn es uns warm ist? Sollen wir uns zu Hause hinsetzen und in einen Eimer oder in eine Badewanne reinsetzen, wenn es heiß ist?
Wo bleibt dann noch bitte schön der Spaß vom ganzen Sommer? Also mir gefällt das Wasser halt. Ich bin jetzt nicht der Typ, der sich da groß auf die Liegewiese legt, sondern mir ist wichtig, dass ich schwimmen kann und ungestört schwimmen kann. Und das haben Sie heute schon gemacht? Ja, heute nicht so. Sonst gehe ich vormittags. Heute ging es zeitlich nicht anders, aber sonst bin ich vormittags hier, wenn noch gar nichts los ist. Wir sind eigentlich Freibadgänger hier, meine Familie, und das Niedernhaller Freibad hat ja nicht geöffnet, was auch sehr schade ist. Und jetzt haben wir uns halt eine Alternative gesucht und kommen jetzt hierher oder gehen auch mal nach Künzelsau oder nach Langeburg dann ins Freibad. Am Tiroler See finden wir am besten die Stille. Es sind nicht so viele Leute da, wie es eigentlich im Sommer sind, und mir gefällt es, dass der See hier echt gut gereinigt worden ist. Früher war das alles hier voll mit Pflanzen und mit Algen und so weiter, und deswegen, also super Fläche zum Baden, und kann ich nicht sagen. Sie sind zufrieden? Also ich bin zufrieden, ja. Urlauben Sie dieses Jahr zu Hause wegen Corona oder geht es doch noch wohin? Sie lachen. Schauen wir mal. Wohin könnte es denn gehen? Ja. Sie dürfen es ruhig sagen. Sie müssen sich nicht. Sie können sich outen. Ja, vielleicht gehen wir nach Südtirol. Ne? Ja, von den Tiroler Seen nach Südtirol, genau, ist ja naheliegend. Genau. Ist noch nicht sicher, was man macht. Also vorhaben wir es, aber wir warten mal ab, wie sich die Corona-Situation, wie sich die verändert. Machen Sie es davon abhängig? Ja. Schon? Ja. Und wo würden Sie gern hingehen, wenn Sie denn dann fahren würden? Nach Italien gehen. Italien, ja. Wo es ja wirklich schlimm gewütet hat, ja, eigentlich. Da sind Sie furchtlos, oder? Sie lachen? Da werde ich jetzt keinen Kommentar dazu geben. Gut, dann lassen wir es so nebulös. Genau. Ich werde zu Hause bleiben. Wegen Corona? Nee, das hat jetzt andere Gründe bei mir. Also so gesehen hatte ich eigentlich eine Reise geplant nach Lorette in Spanien. Lorette de Mar. Aber das konnte ich leider nicht annehmen, weil Corona ausgebrochen ist. Und ich habe mich auch wirklich geärgert, weil ich einfach nirgendwo hin kann, außer in Deutschland zu bleiben. Und wenn ich Urlaub machen möchte, dann mache ich keinen Urlaub in Deutschland, sondern gehe an den Strand oder ich gehe in die Berge oder sonst wohin. Aber das lohnt sich für mich dann nicht, Urlaub zu machen. Das heißt, Corona ist Ihnen eigentlich schon ziemlich in die Parade gefahren? Ja, ja, genau. Aber ganz ehrlich. Ente.